Vielleicht habt ihr diesen Aufreger auch mitbekommen. Im Realshop gab es Nazi-Devotionalien zu kaufen. Real hat dann zwar relativ zügig reagiert und die Brocken aus dem Store genommen, doch was Real jetzt passieren kann, was den Käufern und den Verkäufern passieren kann, das erkläre ich in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und der Grünen-Politiker Hansen, der staunte nicht schlecht, als er im Shop von Real plötzlich Fanartikel der rechten Szene fand. Real ist ja die Supermarkt-Handelskette und die hat einen großen Online-Shop. Da waren dann plötzlich Wehrmachtsuniformen, Totenkopfaufnäher, Notizbücher mit Runenschrift und so weiter zu finden. Und Real selbst hatte dann ein Problem. Der Grünen-Politiker hat direkt Strafanzeige wegen Volksverhetzung erstattet, weil er dort einen Stahlhelm mit Totenkopfaufnäher gesehen hat. Und neben diesem Stahlhelm mit Totenkopfaufnäher stand als Bewerbung für diesen Artikel: Auch nach dem Tod kämpft dieser Schädel noch für die Ideale des Dritten Reichs, wobei er immer noch einen Helm der Wehrmacht in den Farben von Deutschland trägt. Mit diesem Aufnäher können Sie deutlich machen, dass Ihnen einige Ideen aus dieser Zeit auch noch heute gefallen. Man sieht schon, dass das Ganze so formuliert ist, dass man gerade die Volksverhetzung vermeiden will, aber die Nazis trotzdem noch erreichen möchte. Ja, man sieht also, dass es sehr ein schmaler Grat hier gewählt worden ist beim Verkauf dieser Stahlhelme. Ich muss dazu sagen, der Grat, der gewählt worden ist, ist noch in den Grenzen des Rechts. Hier ist keine Volksverhetzung begangen worden. Hier die Volksverhetzung wäre, wenn man konkrete Gewalttaten des Dritten Reichs leugnet, billigt oder verharmlost. Und das ist ja gerade in dem Kommentar nicht passiert. Da wurde gesagt, einige Dinge des Dritten Reichs waren auch gut. Sucht euch die Dinge selber raus und lasst das Dritte Reich so aufleben. Das ist nicht konkret genug, jedenfalls für die Volksverhetzung. Dann stellt sich die nächste Frage, ist denn trotzdem in irgendeiner Weise der Verkauf strafbar? Verkauf ist von solchen Nazi-Devotionalien ist strafbar, ganz klar strafbar, wenn Symbole der Nazi-Zeit zu sehen sind. Das sind Hakenkreuz, NSDAP-Abzeichen, SS-Abzeichen, Waffen-SS-Abzeichen oder SA-Abzeichen. Auch Parolen wie Sieg Heil oder Heil Hitler oder der Hitlergruß sind verboten. Im Einzelfall sind solche Abzeichen auch noch verboten, die ganz ähnlich aussehen. Sowas ist also klar verboten. Das sind Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Und was verfassungsfeindlich ist, hat das Bundesverfassungsgericht nach und nach entschieden. Nicht verboten sind allerdings nach Meinung der Juristen Symbole der Wehrmacht. Denn die Wehrmacht war keine verbotene nationalsozialistische Organisation. Die Wehrmacht gab es ja schon vor der Machtergreifung durch Adolf Hitler. Und der Helm, der hier bei Real angeboten worden ist, war ein Helm zur Ausrüstung des Deutschen Afrikakorps, einem Großverband der Wehrmacht. Und insoweit ist der Helm hier auch kein verbotenes Kennzeichen. Sofern es sich um diese verbotenen Kennzeichen handelt, ist der Besitz und das Sammeln erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist das Anbieten im Internet. Das heißt, wenn man eine Devotionalie hat, wo ein Hakenkreuz drauf zu sehen ist, müsste man dieses Hakenkreuz entsprechend abdecken. Das sieht man auch auf den einschlägigen Börsen, auch bei eBay. Unter Sammlern ist das ja absolut gängig, dass so etwas auch verkauft wird. Das finde ich ja auch absolut okay. Ja, aber da muss das Hakenkreuz oder da müssen die entsprechenden Symbole abgedeckt werden. Wer im großen Stil diese Sachen verkauft, der handelt allerdings rechtswidrig und wer die auch anbietet zum Weiterverkauf. Sodass hier offenbar auch einige Artikel dabei waren, die nicht ganz legal waren. Und in diesem Moment würde dann auch der Verkäufer sich illegal verhalten. Jetzt ist es allerdings so,
dass Real selbst gar nicht der Verkäufer war. Real bietet nämlich nur die Plattform, sowas wie Amazon Marketplace. Und in dem Moment ist Real nur der sogenannte Host-Provider. Und der Host-Provider, der kommt eben nicht in die Haftung, sofern er Nachkenntnis von illegalen Inhalten löscht. Real hat hier gelöscht, sofern es sich um illegale Inhalte überhaupt handelte. Real hat sogar noch mehr gelöscht, aber das eher aus Imagegründen. Und insofern kommt Real nicht in die Haftung. Hier gibt es noch eine Besonderheit, dass ich persönlich der Meinung bin, Real hat nicht deutlich genug gemacht, dass sie hier nur Angebote Dritter anbieten. Es sah alles so aus, als wenn es Real-Angebote waren. Aber darüber ließe sich dann im Detail noch streiten. Wegen Volksverhetzung und bezüglich dieses einen Wehrmachtshelms kann Real nicht dran gekriegt werden. Andererseits muss ich auch sagen, Real ist hier kein Einzelfall. Bei Amazon, eBay und Co. werden die Brocken noch und nöcher angeboten. Interessant, dass jetzt bei Real ausgerechnet so ein Aufstand gemacht worden ist. Solange sich das in den Grenzen des Rechts bewegt, ist das in Ordnung. Wir haben klar definierte Regeln. Und wenn ihr auf sowas stoßt, irgendwas mit SS-Abzeichen, Hitler-Abzeichen und was weiß ich, dann meldet das der Plattform. Wenn die Plattform dann nicht löscht, ist sie selber dran. So viel zum Skandal rund um Real. Einfach mal eine nüchterne rechtliche Bewertung zu dem Thema. Ich hoffe, die Aufklärung dazu hat euch gefallen. Falls ja, gebt uns gerne einen Daumen rauf und lasst uns ein Abo da. Morgen seht ihr mich hier schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.